Also man bemüht sich da schon, gell? Weil das ist natürlich schon ein Spaß, wenn du da mit 30, 35, 40 Leuten da in der Nacht um 2 irgendwo in den Diner einbrichst und da den Maibaum mitnimmst, weil wer möchte sich schon seinen Maibaum stehen lassen, gell? Sein Symbol, sein Baum. Wir sind da in Bayern und das sieht man sofort. Ja, also wenn man die Kulisse da nimmt, also mit dem Wasmeier, seinem Bahnhofmuseum, mit seinen alten Häfen, das passt natürlich perfekt, ist ja klar. Und man sieht es aber auch an die Leute, dass wir in Bayern sind. Also wenn du dich umschaust, wie die Leute alle angezogen sind, hat auch jeder seine Tracht da, es ist auch jeder, hat sein Festgewand da, von klein bis groß, jeder weiß, wo er daheim ist. Und das sieht man halt auch am 1. Mai ganz deutlich, weil halt, wenn du gesehen hast, wenn wir mit die Rose gekommen haben, wir haben die Rose dabei gehabt, der Baum auf dem Rose gespannt, aufgespannt, die Gurselschnäuzer waren da oder der Kutscher hat selber Gursel geschnäuzt. Also man merkt da sofort, wo man ist. Der hat jetzt also gute 16 Meter, der Baum. Den hätten wir jetzt, ich sage einmal, mit der Hand vielleicht noch aufstehen können. Aber es ist einfach zwecks der Sicherheit auch, und zwecks dem Einfacher sei einfach, dass du einfach Schweibe hast, die du unterbaust und mit aufstehst. Die können sauber bunten, das ist auch noch. Also da brauchst du Leute, die gut binden können, weil nichts schlimmer als wir, wenn nachher die Seile rutschen anfangen, mit denen du anhebst. Aber prinzipiell brauchst du nicht viel. Das ist alles wie damals, wie früher, alles Handarbeit. Man lässt ihn ungern stehen am Baum, weil kostet ein bisschen was, weißt du? Bier und Brotzeit und vor allem die Ehre. Halt, man hat sich seinen Baum stehen lassen. Man hat nicht aufpassen können drauf. Aber ich glaube, im Nachhinein ist er ganz froh, dass wir es gemacht haben, weil haben wir ihn schneidig zurückgebracht, haben wir die Rost dabei gehabt, haben wir ihn aufgestellt, haben wir plattelt. War ein schöner Tag heute.